Ich kann mich noch erinnern, was es bei uns immer zum Frühstück gab. Nur Fisch und Ziegenmilch. Was ist das hier? Egger Movie Muffin. So, wie wär's, wenn du uns jetzt mal ein paar Dinge erklären würdest? Zum Beispiel, wie hast du uns gefunden? Weißt du, was die Toten die meiste Zeit so machen? Sie beobachten die Lebenden. Besonders gern unter der Dusche. Hoffentlich sterbe ich bald. Und wieso beobachtest du mich? Du wirst mir helfen, ein paar Veränderungen in diesem Buch vorzunehmen, das euch so unglaublich wichtig ist. Hustler? Die Bibel. Was stimmt denn nicht an der Bibel? Zum Beispiel steht da von mir nichts drin. Na, von uns doch auch nicht, aber hörst du uns vielleicht rummeckern? Ja, aber von mir hätte was drinstehen müssen. Ich war der 13. Apostel. Ich bin mein Leben lang zur Kirche gegangen, aber ich habe nie von einem 13. Apostel namens Rufus gehört. Ja, aber von den anderen 12 hast du gehört, ja? Das waren alles Weiße, möchte ich hier mal festhalten, aber keine Rede von mir, Rufus. Und wieso? Na, weil ich schwarz bin. Aber gut, das nur nebenbei. Ich bin eigentlich hier, um einen Hauptfehler zu korrigieren, auf den ihr euch in eurem Glauben stützt. Und der wäre? Jesus war nicht weiß, er war schwarz. Kaufe ich dir nicht ab. Wenn das stimmt, wie kommt es dann, dass über ihn geschrieben wurde und über dich nicht? Nun, er ist der Sohn Gottes. Schwer zu verkaufen, ein neues Testament ohne ihn. Also frisierst du ein paar Fakten und drehst ein bisschen an seiner ethnischen Herkunft. Mich wegzulassen ist absolut okay. Es gibt ja noch 12 Weiße, das ist doch genug. Der redet doch nur Scheiße. Das ist genau das, was die guten Menschen von Antiochia sagten, kurz bevor sie anfingen, mich zu steinigen. Du bist Märtyrer? Könnte man so sagen. Eine andere Version ist, sie haben mit ihren Steinen meine Knochen zu Brei geschlagen. Ich meine, Weiße wollen doch nur so nette Sachen hören wie ewiges Leben, schönes Plätzchen im Himmel. Aber wenn ihr hört, dass euch diese ganzen netten Sachen ein schwarzer Jesus gebracht hat, tickt ihr völlig aus. Und das, meine Freunde, nennt man Scheinheiligkeit. Ein schwarzer Mann kann Autoradios klauen, aber niemals euer Heiland sein. Isst du das nicht mehr? Du bist also in den Himmel gekommen. Aber klar, was denkst du denn? Das war ja wohl auch verdient. Die ganzen 3 Jahre, die ich ihm hinterhergelatscht bin. Hatte ich da jemals Sex? Scheiße, nein. Und das waren meine besten Jahre. Ich meine, ich war umzingelt von Schäferstöchtern. Ganz zu schweigen von der geilen Maria Magdalena. Die stand auf Schwarze, wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht bin ich da ja zu naiv, aber wenn ich im Himmel wäre, wäre es mir egal, was die Bibel sagt, solange die Botschaft ankommt. Die Botschaft ist das, was zählt. Aber wenn man auf diese Botschaft seinen Glauben gründet, sollte man farbenblind sein. Und weil man sich für meinen Aufstand da oben nicht so richtig interessiert, brauche ich Hilfe von euch hier unten. Aus diesem Grunde werde ich dir dabei helfen, diese Engel daran zu hindern, diese Kirche zu betreten, wenn du versprichst, mir bei meiner Kampagne zu helfen. Woher weißt du davon? Von den Engeln? Es gibt nicht viel, was ich nicht von dir weiß. Das kann ich mir kaum vorstellen. Dann hör mal zu, als du 5 warst, da hast du einen kleinen Jungen auf deine Hand pinkeln lassen. Oh, so einen Scheiß hast du getan? So eine Sauerei. Das habe ich nie jemandem erzählt. Und er auch nicht. Er starb 2 Jahre danach an Leukämie. Sein Name war Brian Johnson. Siehst du, alles, was du gemacht hast, jede Kleinigkeit, ist im Himmel bestens dokumentiert. Wahrscheinlich auch in der Hölle. Wo gehst du hin? Hey Mann, erzähl mal was über mich. Du masturbierst mehr als jeder andere auf diesem Planeten. Ach echt? Na, das wissen ja wohl alle. Erzähl mal was, was noch keiner weiß. Wenn du es tust, dann denkst du dabei an Kerle.